Willkommen zusammen zu einer neuen Folge hier von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator auf der Map Gladbeck. Wir fahren heute mal die SB16. Normalerweise würde die vermutlich mit so einem Gelenkbus gefahren werden. Ich weiß auch gar nicht, ob die EFAG, die Essener Verkehrs AG, glaube ich, Betriebe AG oder sowas, kann das sein? Jedenfalls kurz EFAG, diese Linie befährt. Ich konnte da nicht so viel rausfinden bei Google. Ich glaube aber, dass das hin und wieder mal vorkommt. Kann das sein? Ihr müsst mich da in den Kommentaren aufklären. Jedenfalls fand ich das jetzt nicht ganz unrealistisch. Deswegen habe ich das Repaint mal gewählt. Wir müssen ein bisschen voran machen, weil wir schon Abfahrt haben. So, jetzt nochmal. Ich habe den Sound auch ein bisschen lauter gestellt, wie ihr das haben wolltet. 1805 und 9691, genau, das ist 9691, zack. Und dann nehmen wir noch die 01602. Und dann geht das los. Heizung stellen wir gleich an der Haltestelle an, weil wir jetzt schon Verspätung haben. So. Ich habe jetzt mal ein bisschen früher das Ganze hier gestartet, um eine etwas frühere Uhrzeit, weil ich mir dachte, dann haben wir vielleicht mal die Chance, so eine Kehrmaschine zu sehen in Aktion. Das wäre ja eigentlich mal was. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin, moin. Moin, moin. Den können wir mal ausmachen, den brauchen wir ja gerade nicht. Genau, das ist so meine Idee. Ihr seht schon, der Bus ist eigentlich zu klein, aber ich wollte den Solo-Bus eben auch mal zeigen, sonst fahren wir immer nur Gelenkbus. Ich muss mal schauen, ob ich den... Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Nee, jetzt wird man nicht frech, du Göre. Ich muss mal schauen, ob ich den Solaris in der Gelenkedition nochmal irgendwo herbekomme. Wenn ja, dann werde ich den auch mal noch fahren. So, dann wollen wir mal. Nächste Haltestelle, Hollestraße. Es ist leer, es ist erstaunlich leer. Aber wenn man jetzt hier zu viele Autos anmacht, dann geht das Geruckle los. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wie man das auch trotz dieses 4G Patches oder 4GB Patches, der ja den Arbeitsspeicher erweitert, wie man das dann so hinbekommt, dass das auch die komplette Leistung des Systems ausnutzt. So, kommen mal die nächsten rein. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich finde aber, wir sind noch relativ pünktlich. So, Heizung wollte ich noch anschalten. Oder regelt die sich... Achso, habe ich das schon gemacht? Weiß ich nicht. Vergessen. Können auch noch, weil es ja ein bisschen früh am Morgen ist. Ihr habt euch auch gewünscht, dass ich mal bei Schnee fahre. Und das dachte ich mir, mache ich auf jeden Fall. Ich habe das auch ausprobiert, das funktioniert auch gut. Aber das mache ich erst dann, wenn es auch in echt ein bisschen kälter ist, beziehungsweise wenn wir uns ein bisschen näher an Weihnachten befinden, dann ist das sicherlich eine ganz nette Stimmung. So, das kann man dann mal machen. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht ein paar mehr Autos anmachen werde in den KI-Einstellungen, dass es ein bisschen lustiger wird noch. Ich muss da immer ein bisschen rumprobieren. Hoppala. Was war das denn? Achso, das war der Bordstein.
Hätte man jetzt drauf kommen können, ne? So, gut, dass wir hier, also dieses Ribas-System, das ist nur in den Bogestra-Bussen, beziehungsweise wie es hier heißt, Gebosta oder Gebostra-Bussen, weil die Rechte nicht rechtzeitig bekommen haben. Das kommt, glaube ich, nächstes Jahr oder so. Jedenfalls, da ist ja noch dieses Ribas-System verbaut und das würde bei meinem Fahrstil sicherlich die ganze Zeit piepen. Wäre kein Genuss für alle Zuschauer. Wir haben keinen alten Wunsch, das heißt, wir müssen nur vorne öffnen. Kommen aber auch wieder Massen rein. Boah, der Bus wird voll. Das kann ich schon versprechen, der wird richtig voll. Guten Tag. Der Tod grüßt. So, da kommt keiner, das heißt, wir fahren los. Nächste Haltestelle, Berliner Platz. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Verspätung aufgeholt, aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen nach vorne gesprungen, wenn wir dann an der nächsten Haltestelle sind. Dann, haben wir wieder ein bisschen Verspätung, weil man ja hier auch nur 50 fahren darf. Ich war jetzt eben schon ein bisschen drüber. Lässt er uns rein? Jetzt kommt hier langsam ein bisschen mehr... Okay, der lässt uns nicht rein. Wieso nicht? Jetzt aber. Ja. Jetzt kommt hier ein bisschen Verkehr auf. Hier sammelt sich's. So. Ein Schluck Kaffee trinken. Ich habe bei dem Add-on auch so ein bisschen das Gefühl, viele sind mit einem extrem negativen Gefühl gestartet, aber haben das jetzt mittlerweile schon so ein bisschen korrigiert wieder. Weil ich glaube, so schlecht, wie das einige erwartet haben, ist das nicht. Ich finde es sogar ganz gut. Klar, mit den engen Straßen, das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig und... Aber es bringt ja auch mehr Spaß, es bringt ja auch dann eine Herausforderung rein. Und die Detailverliebtheit, die kann ich persönlich halt nicht beurteilen, weil ich das in der Realität nicht kenne und weiß nicht, wie es da wirklich aussieht. Aber das war ja auch so einer der Hauptkritikpunkte immer. So, dann sollen sie mal fahren. Ja. Das schaffen wir nicht mehr bis zu... Oder vielleicht doch? Ne, jetzt staut sich's da. Ja, schöner Morgenverkehr hier. Doch, doch, doch. Das ist auf jeden Fall sehr lustig hier. So. Ja, jetzt bekommt man endlich mal so ein bisschen das Feeling auch mit, wie das ein Busfahrer sicherlich morgens hat. Stau und man kommt nicht weiter. Und das ist auf jeden Fall, das finde ich ganz cool. Ja. Ich wurde auch gefragt, wofür diese Ampel hier ist. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Kann man aber auch nicht bedienen. Vielleicht weiß es jemand von euch. So. Karawane zieht weiter. Na, ist wieder rot. Bis sich der ganze Trupp hier immer in Bewegung gesetzt hat. Es dauert und dauert und dauert und dauert.
Können wir ein bisschen rollen lassen. Wir haben so viel Verspätung dann. Aber was soll man machen? Man kommt jetzt hier nicht weiter. Kann man sich auf den Kopf stellen. Vielleicht hätten wir es machen sollen wie die. Einmal ganz durchfahren und dann die dritte Spur da benutzen. Die existiert nämlich tatsächlich auch, aber jetzt ist das zu spät. So. Müssen wir hier wieder ein bisschen anhalten. Und schauen uns dann mal draußen an, wie das so aussieht. Ah ja. Ja, ist ordentlich voll. Wird auch immer voller hier. Das ist hier dieser... Ja, da sind jetzt keine Beklebungen drauf oder sowas. Das ist halt so ein bisschen, aber... Gut. So. Ich glaube, wir können die Heizung jetzt... ein bisschen runternehmen. So ist ja eine ganz angenehme Temperatur. So, und jetzt geht das weiter hier. Mal gucken, ob das jetzt die finale Ampelphase ist, sag ich mal. Nee. Okay. Eine müssen wir noch. Oh je. Ja, gut. Aber genau das wollte ich auch mal zeigen. Diesen typischen Berufsverkehr am Morgen, der Grauen eines Busfahrers ist. Und auch der Grauen der Fahrgäste. Wenn alle nämlich Fahrgäste wären, dann gäbe es den nicht. Ja, viele Leute müssen ja mit dem Auto fahren. Und zwar auch nicht nur weitere Strecken, sondern für jeden Blödsinn. Obwohl gute Bahnverbindungen auf vielen Strecken existieren, fahren die Leute ja trotzdem mit dem Auto. Wobei, ich glaube, es werden, also ich habe letztens noch gelesen, es werden immer mehr Fahrgäste, so zumindest im VRR, also was ist das, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr oder so, da fährt dieser Bus ja auch hier. Oder da liegen ja auch die ganzen Gladbeck-Linien. Da fahren immer mehr Fahrgäste. Meine ich, gelesen zu haben irgendwo. Aber das Nahverkehrssystem wird immer schlechter. Es fehlt wohl überall an Geld. So, jetzt aber. Mit 6 Minuten Verspätung. Ob wir das jemals rausbekommen? Boah, das ist gefährlich hier. Gut, dass ich nicht mit dem Gelenkbus unter... Oh, nee. Schon wieder eine rote Ampel. Die roten Ampeln sind echt ein Grauen. Das ist ein Trauerspiel hier. Ich weiß nicht, ob wir wirklich Einfluss auf das Klima haben im Bus. Ich habe irgendwie das Gefühl, der regelt das immer automatisch auf 22 Grad. Kann das sein? Vielleicht. So. Jetzt müssen wir ein bisschen Sprit unsparen fahren und immer voll Gas geben, weil sonst haben wir nicht mal den Hauch einer Chance, die Verspätung wieder aufzuholen. Darf man nur 50? So. Und wieder eine rote Ampel. Guter Schnellbus, der überhaupt nicht schnell fährt, weil er nicht fahren kann. So, holen wir uns einmal das... Gibt's hier kein Rollo? Oder übersehe ich das hier einfach gerade? Entschuldigung. Das übersehe ich bestimmt. Das muss ich mir nochmal anschauen, wo es das gibt. Hat mich jetzt noch nicht gestört, bis jetzt. Aber jetzt sieht man ja kaum noch was.
Das ist dann doch ein bisschen störend. So, jetzt müssen wir abbiegen. Runter von dieser Riesenstraße hier. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass mal für die Map hier irgendein U-Bahn-System geplant war oder sowas. Das möchte ich mal kurz ergründen, dieses Gerücht. Es handelt sich dabei um ein Gerücht. Das ist damit... Ich dachte, das wäre schon alles so fertig gemacht. Weil das wäre schon noch ganz cool, so eine komplette Stadtbahn auch mit den realistischen Objekten dann oder mit den realistischen Bahnmodellen. Das wäre schon noch eine coole Sache. Immer noch keiner will hier raus. Guten Morgen, was soll das eigentlich? Guten. Haben Sie Ihren eigenen Fahrplan oder was? Ja, was soll das? Das kann ich Ihnen sagen. Stau! Soll das? Wie viele Minuten darf der Bus zu spät kommen? Die sind eindeutig zu spät. Ja, die sind eindeutig zu spät. Das weiß ich selber. 7 Minuten zu spät. So, und wie es weitergeht, das seht ihr dann in der verspäteten nächsten Folge. Bis dahin, sag ich Tschüss.